Je weiter du dich im Bewusstsein entwickelst, umso mehr Dinge fallen dir auf. Ja. Dadurch, dass dir ja viele Dinge bewusster sind, als sie zum Beispiel vor einem Jahr noch waren, ist Selbst vor einem Monat noch. richtig. Also du merkst an dir selber deine Entwicklung, wenn du dich selbst reflektierst, was war vor einem Monat, was war vor einem Jahr, musst du nur kurz, reicht ja. Deswegen habe ich ja oft empfohlen, mal sich selbst aufzunehmen, ja, mit sich zu sprechen und sich das nochmal anzuhören, ein paar Wochen später, dann merkt man es ja selber. Ist da keine Entwicklung, ist da immer noch dasselbe, ist ja sozusagen Stillstand, ist noch Kreisverkehr. Und jetzt schaue ich, wo bin ich noch im Kreisverkehr? Und was wir jetzt schon länger festgestellt haben, ist, sag du es. Also das Bewusstsein ist stetige Entwicklung, Weiterentwicklung, ja. Und wenn du auf der Stelle stehst, dann merkt man das, wenn man auf der Stelle steht, ja. Das ist dann wie und täglich grüßt das Murmeltier. Wenn du dich aber wirklich weiterentwickelst, immer weiter, dann werden dir selbst bei Menschen, die dir geholfen haben, oder ich sage jetzt speziell uns geholfen haben, in unserer Entwicklung im Bewusstsein, im Sinne von, dass sie alles schon wussten, aber dennoch spürt man, wenn man sich weiterentwickelt, spürt man auch bei diesen Menschen eine Grenze. Man spürt, dass selbst diese Menschen auf der Stelle treten und sich eben dann doch nicht weiterentwickeln. Das kann man an so vielen Dingen erkennen, weil man ja viele Antworten aus sich selbst bekommt, wenn man sich weiterentwickelt und somit fällt einem das dann auch immer mehr auf, dass Menschen, die schon um ihre Schöpferkraft wissen, sie wissen es, ja, und sie erzählen es den Menschen. Aber da komme ich dann wieder zu einem Punkt, da fehlt mir aber was. Da fehlt mir was ganz Entscheidendes. Es ist alles richtig, was sie sagen, und es ist auch wunderbar, dass man das alles schon mal gehört hat. Das ist die Phase, wo man es dann, man weiß es, ja, aber man fühlt es noch nicht, weil man noch gar nicht so weit ist. Durch den weiteren Entwicklungsprozess und anhand von Situationen, die man durchlebt, entwickelt man sich immer weiter und kommt dann zu dem Entschluss, dass da mehr dazu gehört, außer es zu wissen. Ja? Und man kann auch ganz klar anhand von der Schwingung in den Stimmen der Menschen, kann man erkennen, dass sie sich selbst doch noch eine Grenze setzen, die ihnen vielleicht gar nicht bewusst ist. Zum Beispiel gibt es einen Menschen, der sagt, ja, ich könnte jetzt einen Lottogewinn herbeiholen. Ja, aber warum? Brauche ich doch nicht. Brauche ich doch nicht. Auf der einen Seite hat er vollkommen recht. Brauche ich doch nicht. Aber wenn du doch Schöpfer bist und du willst jedem zeigen, dass du diese schöpferische Kraft hast und diese auch in jedem erwecken möchtest, dann bringst du mal so ein Beispiel, damit die Menschen was sehen können, weil du kannst es ihnen nicht nur sagen, du musst es ihnen zeigen. Und wenn es funktioniert hat, dann gebe ich das gerne weiter. Natürlich, das Ja, ist doch darum geht's doch. unsere Pflicht eigentlich, unsere Aufgabe, diese Erfahrungen weiterzugeben, weil anhand dessen wachsen die Menschen auch weiter, weil sie ja sehen, dass es Menschen gibt, die es selbst durchlebt haben und nicht nur einfach nur Wissen von irgendwoher, von irgendwem übernommen. Sondern auch alles dafür tun, dass es geschieht. Und Richtig. dann hat man ja, die Menschen brauchen Beweise. Ja? Und wir erzählen ja immer von unseren neuesten Erfahrungen, Erkenntnissen, verbunden mit Dingen, die immer gelten. Ja? Aber was wir halt ganz stark feststellen, wenn man mal sich das wieder kurz reinzieht, da wird immer dasselbe gesagt, immer noch. Ja? Das ist alles richtig, was da gesagt wird. Fast alles. Also für ihn auf jeden Fall oder sie ist das richtig. Nur erkennst du, ja, da war ich auch, aber mein Weg ist ja weitergegangen. Ja, also, man sieht einfach, sie setzen sich selbst Grenzen. Und das gibt es aber nicht. Es gibt keine Grenzen. Also es reicht nicht alleine, es zu wissen, dass man Schöpfer ist und dass man Fähigkeiten immer weiterentwickelt, sondern es geht weiter. Das Ganze kann nur funktionieren, wenn dein Glaube auch immer weiter wächst. Ja, wenn du in einem Ego dich aufhältst und dein Glaube gar nicht weiter wachsen kann, weil dein Ego dich daran hemmt, zu glauben, dann trittst du auf der Stelle. Dann reicht es nicht, es nur zu wissen, dass du Schöpfer bist. Weil du bist ja nicht schöpferisch tätig, du hast dich dann immer noch nicht erkannt. Und das ist bei vielen Menschen in der spirituellen Szene, sehe ich, dass sie da auf der Stelle treten. Sie kommen nicht weiter, sie erzählen das den Menschen, alles wunderbar. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass sie das tun, weil das ist für mich wie eine Brücke, ja?
das System bzw. das Konstrukt musst du erst einmal gehört haben, um was es hier geht. Und dann wächst du anhand deiner eigenen Erfahrungen, die du durchleben musst, wächst du ja daran. Wenn du sie versuchst zu verdrängen, weil du Angst hast vor gewissen Situationen, dann kannst du nicht daran wachsen. Ja, wie willst du sie durchleben, wenn du sie nicht hast und durchlebst? Geht ja nicht. Richtig. Also muss, und jeder hat sich das ja so ein bisschen zurechtgelegt, dass er das durchlebt. Und wenn man in der Angst lebt vor gewissen Dingen und sie nicht angeht, dann tritt man auf der Stelle. Das ist dann keine Weiterentwicklung. Und dann ist es meistens so, dass viele Menschen dann rückfällig werden und dann wieder ganz viele Schritte zurück machen. Und das Ego empfindet das, was wir hier sagen, wieder als hochnäsig oder... ich weiß gar nicht, was ich da für ein Wort nehmen soll. Nein. Das Ego urteilt. Urteilt. Ja, wir urteilen nicht. Ist in Ordnung, nicht. Weil dann weißt du ja, wo du stehst. Wenn du urteilst, dürfte es in dir gleich Klick machen. Ach, Mist, ich habe mich gerade selbst dabei ertappt, wie ich ja aus dem Ego jemanden beurteile, weil es mir nicht passt, weil mir dies und jenes nicht passt. Ja, dann sagen die, ja, ihr macht, was macht ihr denn hier gerade? Wir machen eine Momentaufnahme von uns selbst. Außerdem müssen wir hier keine Rechenschaft ablegen, weil das Herz muss keine Rechenschaft ablegen. Schon allein diese Frage dürfte Klick machen. Das ist eine Frage aus dem Ego. Ja? Bist du bei dir? Bist du im Herzen? Liebst du dich selbst? Und so weiter. Hast du dich als Schöpfer erkannt? Dann kannst du doch danach leben. Also uns sind schon sehr viele Dinge geschehen, die wir uns herbeigewünscht haben. Mit einem starken Glauben. Weil was bringt es dir, wenn du dir was herbeiwünschst oder dir einredest, du hättest es schon, wenn dein Glaube daran fehlt? Nur allein der Glaube daran versetzt erst den Berg. Aber wenn dein Glaube noch sehr mit, also wenn du sehr im Ego bist, dann ist dein Glaube auch nicht stark. Egal an was auch immer. Dein Glaube ist nicht stark genug, weil dein Ego dich begrenzt. Da kann man das so sagen, wenn dann noch viele Dinge im Außen sind, die dich scheinbar belasten. Es ist das Wichtigste, wenn du diesen Moment hast, und den hat eigentlich jeder mal am Tag oder so, wo du in deiner Kraft bist, nennen wir das mal. In dem Moment dürften dich die äußeren Umstände, was da ist, überhaupt nicht, die dürften dir gar nichts ausmachen, dann müsstest du drüber lachen. Und dann fängst du nämlich an, deine Stärke über diese Probleme zu bauen. Das heißt, sie werden sowieso gelöst. Ja? Und die Lösung bietet sich an. Und das ist jetzt das, wo wir merken, da wird mir zu wenig drüber gesprochen, genau, und dass die Impulse wahrgenommen richtig. Werden. Und die kannst du aber erst wahrnehmen, wirklich wahrnehmen, wenn du dich selber liebst. Und wenn du in deiner Kraft bist, das heißt, wenn du in der Ruhe bist. Weil in der Ruhe nimmst du deine Impulse deutlich wahr. Und dann darf man gucken, ist da jetzt ein Ego, was mich daran hindert, meinen Weg in die Freiheit weiterzugehen, mich weiterzuentwickeln? Weil das ist das Ego, das hindert dich. Du trittst auf der Stelle, du kommst nicht weiter, weil ohne Glauben kein Berg versetzt. Ja? Wenn du zu viel Ego hast oder Zweifel, was ja damit verbunden ist, dann kannst du nicht glauben. Das hindert dich daran zu glauben. Aber hier basiert alles auf Glauben, weil dein Glaube entscheidet hier alles. Das ist der wichtigste Satz aus diesem speziellen Buch. Buch? Ja, die Bibel. Ach so, ja. Ja, die Bibel. Der Glaube versetzt jeden Berg, ja. Aber wenn du keinen starken Glauben hast, sondern dafür Ego, dann begrenzt du dich dadurch. Und dann hast du dich nicht als Schöpfer erkannt und du lebst es auch nicht, ja. Du bist nicht schöpferisch tätig. Sonst würdest du ja nicht auf der Stelle treten. Richtig. Daran erkennst du es. Bis du weiterkommst, bist du jeden Tag glücklich. Und das ist auch bei den spirituellen Menschen der Fall, die treten auch auf der Stelle. Sie kommen irgendwann nicht weiter, weil der Glaube fehlt. Sie sind aber davon überzeugt, dass sie es tun, aber die Taten sprechen für sich, die sagen was anderes. Nochmal, das ist doch kein Vorwurf, nur Nein. Wir möchten ja den Menschen damit helfen, dass sie sich damit selbst erkennen, ja eigentlich, weil die Entwicklung findet täglich statt, nicht im Schüben oder schon in Schüben, aber... Ich bin sehr dankbar dafür, dass die Menschen das tun, ja, dass sie die Menschen im Sinne, es ist ja noch Aufklärung, aber dass sie ihnen das nahelegen, was auf sie zukommt, ja, dafür bin ich sehr dankbar. Aber auch diese Menschen haben es verdient, sich weiterzuentwickeln, ja, weiter, immer weiter. Können sie aber auch nur, wenn andere sich auch weiterentwickeln. Natürlich, wenn der Letzte... Ist ja ein gemeinsames Ding. Was heißt der Letzte? Das ist halt die Frage, ist das jetzt hier ein Spiel, wo jeder einfach seine Aufgabe hat und gewisse Menschen eigentlich gar nicht dafür ausgelegt sind, sich weiterzuentwickeln? Oder ist es so, dass wir uns alle, komplett wirklich alle weiterentwickeln, weil
der Stärkste ist ja nur so stark wie der Schwächste. Ganz genau, den Satz kennt ja jeder. Und wir sehen halt, dass wirklich die meisten sich selbst im Weg stehen, weil es ist meist nur ein Schritt, es ist nur ein Schritt, ja. Und da ist bei vielen eine tierische Angst davor. Ja, aber genau das, diese Angst, wenn du genau da reingehst, also wenn du es richtig durchlebst, wovor du eigentlich Angst hast, dass du explodieren möchtest oder dass du aus der Haut fährst, du musst es durchleben, du musst es einmal richtig durchleben, du musst so richtig mal aus dir rauskommen, so richtig rausschreien, diese Emotionen durchleben. Sonst schiebst du sie immer weiter weg. Aber wenn du es durchlebt hast, dann fühlst du dich frei. So richtig frei. Was da auch sehr hilft, ist, wenn man jetzt nicht so groß die Möglichkeit hat, mal das rauszuschreien, ja, dann geh doch mal auf ein Konzert, was du liebst, und dann sing so laut mit, wie du kannst. Lass die Wutz raus, genau. Lass die Wutz raus. Aber du kannst auch ein Kissen nehmen und reinschreien, das ist auch kein Problem. Aber angenehm ist auf ein Konzert, ja, da ist ja viel Freude dabei, ja. Du kannst es ja so machen oder so, Hauptsache du machst es, ja, aber mit jedem Schritt, was du für dich tust, wo du aus deinem Schatten springst sozusagen, wo du in die Offensive gehst, in die liebevolle Offensive nenne ich das, ja, tust du was für dich und für alle anderen auch, wenn du das weißt, was das ausmacht. Wenn du dich befreist, dann befreist du uns alle. Wenn jeder Einzelne sich befreit, befreien wir uns alle. Weil du ein Teil von uns bist, wir von dir, also geh doch von uns ein Stück weiter, verstehen? Es ist eine Kettenreaktion. Kleine Schritte helfen natürlich auch, aber warum nur kleine Schritte gehen? Ist das, was gerade ansteht, und mancher Impuls sieht manchmal sehr groß aus. Was heißt denn kleine Schritte gehen? Kleine Schritte gehen heißt, dass du vor irgendwas Angst hast, ja, und es nicht zu schnell angehen möchtest. Mhm. Ja, das ist auch eine Form von Selbstlüge, wenn du es so willst. Ich meine, jeder hat seine Zeit, höre ich dann immer den Satz. Ja, aber entweder oder. Entweder ziehe ich es jetzt durch oder ich lasse es sein und bin weiter in Zweifel. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes, das bringt nichts. Ein sehr gutes Beispiel ist, jeder hat seine Zeit und so weiter. Sag ich ja. Gut. Ja, ja, Moment, ich sag dir zum Beispiel. Ja. Solange du noch an den Tod glaubst und Angst davor hast, bestes Beispiel. Umgekehrt. Ich drehe es jetzt wieder um, weil die Menschen es nur umgedreht verstehen. Ja. Wenn du dich weiterentwickelst, kommst du automatisch zu diesem Punkt, weil du hast dann irgendwann im Inneren so eine krasse Gewissheit, weil du dir auf einmal sehr stark bewusst bist, dass du Schöpfer bist und was du jede Sekunde hier tust, sodass du automatisch weißt von dir selbst aus dem Inneren heraus, dass du selbst dafür verantwortlich bist, ob du sterben möchtest oder nicht. Es gibt den Tod nicht, es sei denn, du möchtest sterben, weil du bist Schöpfer. Und wenn du dich danach ausrichtest, dass dein Leben irgendwann innerhalb von kurzen Momenten vorbei ist, dann schaffst du das auch und dann gehst du auch. Ich weiß das, ich habe so viele Beispiele schon zum Beispiel im Altenheim erlebt, Menschen, die nicht mehr wollten. Ich habe Menschen erlebt, die von jetzt auf gleich, sie wollten nicht mehr leben. Sie haben es geschafft, innerhalb von 2 Wochen, obwohl sie kerngesund waren, sich runter zu reduzieren und zu gehen, weil es ihr schöpferischer Wunsch war. Und der Glaube daran war so stark bei ihnen, dass sie es geschafft haben, innerhalb von 2 Wochen. Und das ist das gute Beispiel. Dein starker Glaube an etwas kann das sehr schnell hier ins Leben ziehen für dich. Aber wieso soll ich denn einen starken Glauben an etwas haben, was mich gar nicht weiterbringt? Und vor allen Dingen, warum sollte ich hier denn aufgeben, wenn ich doch hier als Schöpferin jetzt hier bin? Ich bin doch jetzt hier. Warum soll ich warten und sterben und nochmal wiederkommen? Was habe ich denn davon? Wir sind doch nicht umsonst genau in dieser Zeit, genau jetzt hier. Wir haben hier einen Job. Und diesen Job kannst du nur erledigen, wenn du auf deine inneren Impulse hörst. Das Paradies ist schon da. Aber wenn du die Ego-Brille aufhast, die rosarote Ego-Brille, dann kannst du es nicht sehen. Das ist wie in dem Film, sie leben. Die haben ja so eine Brille, wenn du die Brille aufziehst, dann kannst du die Realität sehen. Ja, aber wenn du es umdrehst, wenn du jetzt diese Brille mal abziehst, oder dann, also wenn du es so vorstellst, dass die Menschen alle so eine Brille tragen, und wenn sie dann ablegen, dann sehen sie ja erstmal, was wirklich dahinter steckt, ja. Es ist wie bei The Truman Show. Du brauchst übrigens gar keine Brille dazu. Nö. Also, viele verwechseln ihr Ich, ihr wirkliches Ich, mit dem, was das Ego will. Ja, also ich bin so, ich war schon immer so und das gehört zu mir. Wenn du dann jemanden sagst, das, was du da gerade sagst, das gehört gar nicht zu dir. Und was es jetzt ging, ist jetzt uninteressant, ja.
Aber du weißt dann in dem Moment, nee, das gehört ja gar nicht zu dir, im Gegenteil, das hindert dich. Und das ist so ein Moment bei den Menschen, das können sie überhaupt nicht verstehen, was du da gerade sagst. Ja? Also findest du auch einen Weg, es ihnen anders zu sagen, leichter, noch leichter, weil auch für uns ist das ja eine Art Übung jedes Mal, okay, den Menschen zu zeigen, wie wir es schneller und direkter sagen können. Ja, aber das ist kein Prozess, den man erlernen muss, sondern du hörst einfach nur auf deine Impulse, die da kommen. Es ist total einfach. Das, was da kommt, wenn da jemand vor dir steht und du hast das Bedürfnis, ihm gerade was zu sagen und dann sich der Kopf einschaltet, ach nee, du kannst es ihm so nicht sagen, du musst es ihm anders sagen oder sagst ihm am besten gar nicht. Das ist genau das, was bedeutet, auf Impulse zu hören. Und die Impulse gelten auch manchmal nicht nur für andere, sondern hauptsächlich eigentlich für dich. Zum Beispiel in der ganzen Szene wird vom inneren Kind gesprochen, du musst das innere Kind befreien und so weiter, aber sie leben gar nicht danach. Sie leben nicht wie ein Kind, ja, also in gewissen Situationen. Zum Beispiel ist es natürlich schön, wenn du Kinder in der Umgebung hast, von denen kannst du sehr viel lernen und dann guckst du, was machen die gerade. So, deine hat jetzt den Regenbogentanz. Es geht eigentlich im Grunde genommen geht es einfach um den Spaß. Ja, um das Lustigsein, um Quatsch machen. Und Menschen, die andere Menschen sehen, die Quatsch machen und dann sich schämen für diese Menschen, die einfach ihr inneres Kind leben, das sind die, die halt noch im Ego sind. Ja, ihnen ist es peinlich. Weil sie erwachsen sind. Weil sie erwachsen sind, ja. Also ich will niemals erwachsen sein. Warum auch? Wir haben ja gemerkt, was Erwachsenwerden mit einem tut. Man hat ja auch gesehen oder sieht es immer noch, was Erwachsensein aus allem gemacht hat da draußen. Ja. Ja. Das ist der Grund, warum das alles so gekommen ist, weil durch Erziehung die Menschen verlernt haben, auf Impulse zu hören. Ganz einfach. Auf sich selbst nun mal. Richtig. Und dadurch ist dann alles entstanden, was scheinbar hilfreich ist, wie Schamanen, Heiler, Kartenleger. Das ist der Ersatz für die Impulse, das sozusagen. Das ist der Ersatz, ja. Ich mag jetzt auch gar nicht bezweifeln, dass sie, wenn die mit dir energetisch verbunden sind, dass sie da was fühlen. Wir sind alle miteinander energetisch verbunden. Und wenn dein Bewusstsein so weit ist oder schon sehr hoch ist, dann fühlst du auch jeden Menschen. Jeden Menschen. Egal, ob er dir liebevoll gegenübersteht und sagt, er ist ja pure Liebe, aber ich kann fühlen, wenn das nicht ganz richtig ist. Man kann es fühlen. Ja, und so kannst du alles hier fühlen. Du kannst deine Impulse fühlen. Und eigentlich zeigst du dann jedem seine eigene Grenze nur auf, die er sich selbst gesetzt hat, die er aber direkt fallen lassen kann. Richtig. Das brauchst du nicht. Weil wir wollen ja alle frei sein. Also sprechen wir auch frei raus, was aus uns selbst an Wahrheit herauskommt. Mhm. Und wenn das dann geäußert ist und derjenige gegenüber sich vor den Kopf getreten gefühlt hat, dann weiß ich, das ist die Bestätigung für das, was ich gefühlt habe, dass er noch sehr im Ego ist und nicht verstehen kann. Ist ja nicht schlimm. Ist überhaupt nicht schlimm. Gar nichts ist schlimm. Man muss auch ganz wichtig immer offen drüber reden. Ja? Das ist die Kunst. Das kann das Ego nicht. Ego kann das nicht. Ego läuft lieber weg. Ego sagt, ich möchte niemanden belasten oder, ja, also immer, eigentlich ist es doch ganz einfach. Sobald ein negativer Gedanke, scheinbar negativ, auftaucht, weiß, wo es herkommt. Weil das Herz spricht nicht so. Das Herz sagt dazu gar nichts. Das Herz ist, also die Liebe ist. Die nimmt alles als Geschenk, wie es ist. Und gerade diese Schockmomente, was wir schon seit Monaten sagen, sind ganz extrem bei ganz vielen. Die sagen sie uns auch, aber sie haben jedes Mal schon die Lösung in dem, was sie da sagen. Das heißt, nimm es doch selber auf. Das ist nur eine Form von Angst, weil sie nicht ganz auf sich selbst vertrauen können. Aber nehmt es doch auf, was gerade ist, und hört es euch an. Was sagt ihr denn da? Meistens ist die Lösung schon drin. Ey, das überhört natürlich das Ego, weil... Das Ego fühlt sich gleich vor den Kopf getreten, gestoßen und macht dann die Schotten dicht, ja? Ich sag mal, die guten Menschen, die wirklich hier auch was verändern wollen, die sprechen natürlich auch aus dem Herzen, aber das Ego ist dazwischen. Und das hört man dann, und das wird als Herzwahrheit, nehme ich es mal an, wahrgenommen. Und wir kennen das ja selber. Wir würden das ja nicht hier einfach erzählen, wenn wir es nicht selbst durchlebt hätten und irgendwann gesagt haben, ey, das ist ja eine Illusion. Das hindert dich ja an deinem Weg. Und alles, was dich hindert, solltest du aus dem Weg räumen. Und zwar in Liebe gehen lassen. Also ganz klar, das Ego aus dem Weg räumen, weil es hindert uns, es setzt uns Grenzen, es setzt uns Gebote, beziehungsweise es richtet sich nach Geboten, die von außen gegeben werden und so weiter. Das ist nicht Freiheit. Und die Freiheit kannst du mit einem Ego niemals erlangen. Weil solange du Ego hast, bist du in dieser Ego-Matrix verankert.
und bist auf dieser Ebene, dieser niedrigen Schwingung. Und daraus kreierst du immer weiter, jede Sekunde, das, was man da draußen sieht. Automatisch, ja. Wir waren das ja gewohnt, dass der Mensch sich selbst am liebsten schmerzhaft sieht, ja, also leidend, damit er Mitleid bekommt. Und er muss sich ja so präsentieren, was gerade ist. Und da kriegt er natürlich Beispiele dafür. Und dann bekommt er auch sein Mitleid, weil er will das ja. Also die Liebe zum Beispiel da draußen, die basiert auf Leidenschaft. Richtig. Ja, und aber nicht auf Sinnlichkeit. Nicht auf Sinnlichkeit. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Wie gesagt, gerade in der deutschen Sprache kann man sich ja die Wörter mal genau anschauen. Und die springen einem ja fast ins Auge. Leidenschaft. Das ist schon allein der Name Zufall. Jo. Wir haben gelernt, Zufall ist etwas, was plötzlich spontan auf uns zugekommen ist, ohne dass es von irgendwoher geplant wurde. Wenn man aber mal Zufall genau beobachtet, ist es genau das Gegenteil, weil es soll nämlich so sein, es ist dir nicht umsonst zugefallen. Ja? Es sollte dir zufallen, weil Ursache, Wirkung. Du bist alles, du hast alles in der Hand. Es kommt nur darauf an, aus welcher Sicht du kreierst. Es gibt noch sehr viele Menschen, die gar nicht wissen, wie sie das Ganze angehen sollen. Sie wissen gar nicht, wo fange ich jetzt an bei mir? Wo kehre ich als erstes? Also im Grunde genommen fängst du eigentlich erstmal an, dich zu beobachten. Du beobachtest dich, was in dir so passiert, was in dir mit dir redet. Wenn du jetzt zum Beispiel während der Hausarbeit auf einmal irgendwelche Einfälle hast, dann sind das klare Impulse. Wenn du aber dich dabei erwischt, wie du über etwas nachdenkst, um dir irgendeine Antwort auf irgendetwas zu erdenken, dann weißt du, das ist gerade das Ego. Und das musst du lernen zu unterscheiden. Das heißt, wir kennen das unter, ich muss nach Lösungen suchen. Richtig, ja. Nein, die hast du in dir und die hat dir auch bestimmt schon Impulse dazu gegeben. Aber die scheinen mit dem Ego nicht sind mit dem Ego eben nicht konform und deswegen spricht das Ego direkt dagegen. Ja. Aber anstatt diesen mal nachzugehen, und wie oft sagen wir, scheinbar klingen die oftmals verrückt, was jetzt zu tun ist für dich. Aber das hat ja mit Scham zu tun, es nicht mal auszuprobieren. Und das heißt wieder, offen für alles sein. Und da kriegen das wir heißt wieder, dass du aufs Ego gehört hast. Genau. Mehr heißt das ja nicht. Und das Ego antwortet, wie immer, wenn wir das sagen, das schreibt dann unten drunter, wie oftmals bei Videos, wer ganz offen ist, wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Mhm. Ja? Das ist eine Ego-Antwort. Ja, aber wenn das mal rein logisch aus dem Verstand, nicht aus dem Ego, sondern aus dem Verstand siehst, dann hat das ja seine Logik, ja. Weil etwas, was zu ist, ist halt nur mal offen. Ist klar. Vielleicht noch mal ganz kurz den Unterschied Verstand und Ego. Verstand und Ego. Also Ego ist das, was sich über unseren Verstand gesetzt hat. Das ist entstanden durch Erziehung. Das ist entstanden dadurch, wenn man Menschen von Impulsen abgewöhnt, sodass die Menschen ihren Weg nicht mehr, den wahren Weg nicht mehr verfolgen können. Und das entsteht daraus. Dann entwickelt sich sozusagen ein eigenes Ich, das du gar nicht bist. Richtig. Und handelt danach und wundert sich, dass nichts richtig funktioniert. Eigenes Ich in dem Sinne da bedeutet auch, dass du dich spaltest von der Gesamtheit, von der Quelle. Ja. Du spaltest dadurch. Ein Ego spaltet. Ja. Und diese Spaltung lernen wir so, dass es was ganz Normales ist und dann endet das eigentlich in einer Beziehung mit jemandem, den man gar nicht richtig liebt, ja, sondern gedachte Liebe, wo man Kompromisse eingehen muss, wo man bestimmte Dinge nicht mehr darf, die einen immer gut getan haben, aber es wird auf einmal Rücksicht genommen auf andere. Man passt sich an. Man passt sich an und das ist Erwachsenwerden. Man verliert langsam die Lust an allem und das, ich habe immer gesagt, zu Geburtstage mit Kaffeekränzchen, das war noch nie was für mich. Habe ich gesagt, das ist, wenn ich schon feiere, feiere ich richtig, habe ich immer gesagt, ja. Gut, und dann endet es so, dass du ja nur noch die Runden oder die Schnapszahlen, wenn überhaupt noch feierst. Es geht ja nicht darum zu feiern, dass du älter wirst, sondern dich zu feiern, ja. Und wie alt du an dem Tag bist, das ist ja, du hast ja kein Alter in dem Sinne. Aber in dem Moment bist du so und so jetzt hier, aber du kannst ja selber sehen, wie wirke ich denn eigentlich? Sehe ich so alt aus? Wie bin ich? Also wenn ich zum Beispiel ältere Menschen, also unsere Omas, vergleiche mit jetzigen Omas, da sieht man schon einen gewaltigen Unterschied.
Die sehen nicht so omahaft aus, so will ich es mal nennen. Aber es hat sich was anderes hier verändert. Und zwar das Aussehen der Menschen. Viele sind sich ganz gleichgültig geworden, das muss man so sagen. Also man muss auch ganz klar sagen, dass es einem auffällt, dass sehr viele Deutsche sich gehen lassen. Ja. Im Gegensatz zu unseren ausländischen Mitbürgern, das muss ich mal sagen, das haben wir jetzt ganz extrem gesehen. Ganz extrem. An einem Ort, wo da sieht man... Wo alle Kulturen zusammenkommen. Genau. Und da haben wir gesehen, ja, sie legen viel mehr Wert auf sich. Auf jeden Fall. Und sie sind auch alle viel hübscher. Ja, sie leben Liebe. Und das macht was mit den Menschen. Wenn du dich selbst liebst, dann bist du automatisch, siehst du jünger aus. Ja. Und ich würde auch mal langsam aufhören, über Migranten zu schimpfen oder zu lästern, sondern mal den wahren Grund herausfinden, warum das so ist. Warum sie auf einmal alle hier sind. Warum jetzt auf einmal alle, so viele Kulturen, eigentlich alle Kulturen, hier sind. Und was das mit der Vergangenheit zu tun hat. Eigentlich brauche ich doch nur an unsere alten Videos erinnern. Ja, wahre Offenbarung deutscher Geschichte. Da sagen wir ja schon, dass alles hier war. So, und jetzt sind die, aber die zieht es wieder hierhin. Sie werden automatisch angezogen. In das Herzen von Europa, Deutschland. Warum? Wir haben es so oft genug gesagt. Warum fühlen sie sich so hier wohl, obwohl es eigentlich gar nicht scheinbar ihre Kultur ist? Ja? Das liegt daran, weil wir der Wahrheit immer näher kommen. Ja? Die Wahrheit über den Ursprung. Über den Ursprung. Und das war schon immer unser, also vor allem mein Bestreben. Das kam ja dazu. Das kam ja einfach so. Das war ja nicht so, dass ich das wusste. Das war auf einmal da. Schau doch mal ein bisschen hier nach der Geschichte. Und wie man sich da durchwühlt, das ist schon, ja, stell dir vor, du hast eine Riesenbibliothek und da stöberst du dich durch, damals. Aber da passiert was. Es kommen deine eigenen Erkenntnisse dazu. Dann zählst du eins und eins zusammen. Das ist, ja, natürlich, weil es muss ja Sinn ergeben. Und du kannst fast jeden Menschen fragen, sag doch mal was über unsere Geschichte. Wo kommen wir her, wie sind wir entstanden und so weiter. Da hat keiner eine richtige Antwort. Und das sollte doch schon Ansporn genug für jeden sein, dort auch das mit zu integrieren und zu schauen, wenn ich gerade dazu einen Impuls habe, da mal hinzuschauen. Warum soll ich jetzt gerade da hinschauen? Was hat das mit mir zu tun? Weil, Brina hat es vorhin schon gesagt, jeder hat hier seinen Job, seine Aufgabe, aber viele nehmen ihre Aufgabe nicht wahr, weil das Ego was anderes möchte. Das möchte das und das und das, hat aber nichts mit der wahren Aufgabe zu tun. Das Ego hält dich begrenzt in der Ego-Matrix, sodass du schön brav arbeiten gehst und das verfolgst, was dir gelehrt wurde. Ja, das ist aber nicht, das bist nicht du. Und du weißt doch eigentlich ganz genau, wenn du jeden Morgen um 6 aufstehst und gar keinen Bock hast, arbeiten zu gehen, es gibt einen Grund, warum du so fühlst. Das ist nicht deine Bestimmung. Wir sind doch keine Roboter. Aber ihr macht euch in der Ego-Matrix zu Robotern. Also eigentlich macht man sich selbst zum Gehilfen. Sklaven. Zum Sklaven. Sein eigener Sklave. Und ich denke, jeder hat schon mal dieses Gefühl gehabt und gesagt, ey, ich komme mir vor wie ein Sklave. Also die meisten wissen es ja auch. Aber die Änderung... Früher haben wir immer gedacht, oh, die halten uns hier als Sklaven, die machen uns hier klein. Nein, das machst du selber, weil du dir gar nicht bewusst bist, dass du Schöpfer bist und das selbst kreierst, weil alles deine Illusion ist. Und es gab ja diese Theorien und so weiter, dass man manipuliert wird durch Frequenzen und so weiter. Moment, du selber bist in dieser Frequenz drinne, in dieser niederen Frequenz. Da ist das alles enthalten. Du kannst aufgrund dessen, weil du niedrig schwingst, beeinflussbar sein oder beeinflusst werden. Wenn es gibt hier eigentlich keine Schwingung, die dir was antun kann, weil du die höchste Schwingung hier ever hast. Also sagen wir mal, du solltest sie eigentlich haben. Das ist das, wo wir alle hin sind, ja. Also was meine Ausstrahlung auf andere Menschen hat, das kann der Kopf sich gar nicht mehr vorstellen. Also ein Ego könnte sich das gar nicht vorstellen. Was, wenn man meine Schwingung mal messen würde, dann würdest du messen, dass das die höchste Schwingung ever ist. Und auf die darf jetzt jeder kommen, in diese Schwingung. Ja? Weil es geht hier alles nur um Schwingung. Alles ist Schwingung. Aber wenn die Menschen so niedrig schwingen, kreieren sie natürlich auch aus den niedrigen Schwingungen und halten oder müssen sich irgendwann, weil sie nicht mehr weiterkommen, sich alles schönreden hier. Das ist nicht das Paradies. Ist es nicht.
Noch ein schönes, schönes Beispiel. Als wir alle jung waren, sind wir auf der Kirmes, auf dem Volksfest, egal wo, immer das Neueste gefahren. Alles, der Kick musste sein. Jetzt schau mal, ob du erwachsen bist. Wenn ja, dann weißt du, dass du ja gar nichts mehr fährst groß. Ja? Früher haben wir mit Autoscooter angefangen. Das war das Erste, was man alleine fahren durfte, so ein Autoschen fahren. Ja, ein bisschen crashen und so. Später bist du auf die Achterbahn. Wer fährt noch Achterbahn? Ja, der Rollercoaster Ride, das ist ja wie ein Lebensritt, ja. Aber schau, wo man sich selbst begrenzt. Es gibt mittlerweile Fahrgeschäfte, muss ich sagen, da haben wir selber einen riesen Respekt vor. Aber ich habe Sabrina gesagt, wenn wir da hingehen, ich habe den Impuls, werden wir das direkt fahren. Ja, man muss sich dazu nicht zwingen, oh, ich beweise mir jetzt was, das bringt ja nichts. Aber wenn du in dem Moment den Impuls hast, hast du die Stärke und dann kann dich nichts umwerfen. Aber nicht zwingen, ja, um was zu beweisen. Das ist dann wieder Ego. Und das ist ein großer Unterschied. Ja. Ja. Also, um es nochmal zu wiederholen, weil die Wiederholungen sind ja sehr wichtig. Also die Zusammenfassung, oder was? Die Zusammenfassung. Aus jeder Misere kommst du heraus, wenn du auf deine Impulse hörst. Denn das ist dein direkter Weg aus allem scheinbar Bösem heraus. Egal, was gerade so ansteht bei dir. Ja? Alles ist Illusion, aber es kommt drauf an, was du dem Ganzen beifügst, aus welcher Sicht du das betrachtest. Und Menschen, die jetzt alleine zum Beispiel das Gefühl haben, sie schaffen es nicht, sie brauchen einfach mal jemanden, mit dem sie reden können, sich offenbaren können, der ihnen einfach mal das Gefühl gibt, verstanden zu werden. Und die passende Antwort zu geben. Und die Antwort gibst du uns eigentlich schon in dem, was du uns sagst. Wir sprechen sie nur aus. Also eigentlich führst du ein Selbstgespräch, nur es sind halt welche da, die dich verstehen. Ja? Und wenn du das Bedürfnis hast, dann darfst du uns dich gerne bei uns melden. Ja, die E-Mail steht unter dem Video, das haben wir jetzt auch lange nicht mehr gesagt, weil wir auch den Ansporn hatten, das wird alles ein Selbstläufer. Wir sehen aber, ganz so einfach ist es nicht. Okay. Ja, weil jeder muss ja dafür was tun. Wie gesagt, wir sind da, wenn du uns brauchst. Wenn du den Impuls hast, denk nicht drüber nach, uns zu schreiben, weil dann ist der Impuls kaputt und dann bleibst du in deiner Misere. Scheinbar, keiner hat eine Misere übrigens, ja. Also es ist alles Illusion. Ja. Nur in deinem Kopf. Wenn du auf den Kopf hörst, der sagt, nee, ruf lieber nicht an, dann weißt du, wer gewonnen hat in dir. Ganz genau. Wir sind eine große Familie und da hilft man sich in der Familie. Egal, wer da gerade in Not oder Sonstiges ist, ja. Da gibt es auch keine Rechenschaft, die man ablegen muss. Oh, da habe ich noch ein allerletztes Beispiel, was uns jetzt auch noch bewusster wurde. Zigeunerfamilien, ja, kennt jeder. Die fallen ja auf. Wisst ihr, was die machen? Da ist egal, wer in der Familie, das sind alles Riesenfamilien. Ja? Also auch Schausteller sind Zigeuner übrigens. Sie sind sich einfach nur mehr bewusst, dass sie einfach zusammengehören. Ja? Die gehören zusammen. Und da ist egal, wer da jetzt Geld in der Familie viel verdient, wer nichts verdient, das wird immer da geteilt. Und jetzt schaut doch mal hier in der Familie, wie es hier ist. Hier ist mehr Konkurrenzkampf wie sonst was. Aber das treibt die Familie auseinander. Es spielt doch keine Rolle, wer was mitbringt. Das ist doch für alle. Aber Ego sagt, nein, der schafft nichts, der kriegt nichts von mir. Genau. Was für ein Irrglaube, ja? Ego sagt, das ist meins. Und die Menschen, die sehr viel haben, die driften da auch sehr, sehr oft ab in diese Spalte, das ist meins und das bleibt auch meins. Und die wollen dann auch gar nichts abgeben. Das ist krasses Ego. Wobei ich dazu was sagen muss, da gibt es eine ganz große Änderung jetzt. Menschen, die jetzt zu Geld kommen, sehen das ganz anders wie Menschen, die schon lange im Wohlstand leben. Deswegen gibt es ja diese Grenze zwischen Wohlstand und Armut und Mittelstand. Ja, ja, Mittelstand gibt es nicht, lassen wir das mal das Thema. Einfach zu schauen, wo gehöre ich eigentlich hin? Wo möchte ich hin? Da, wo eigentlich jeder hin möchte. Und da gehört nun mal Wohlstand dazu. Aber erstmal für dich selbst, dein eigener Wohlstand, dich so zu lieben, wie du bist. Das ist die Grundvoraussetzung. Das ist der erste Sechser im Lotto, den du hast. Für dich selbst und so aufzutreten. Und dann wird die Welt dich anders wahrnehmen, so wie du auch die Welt anders wahrnehmen wirst. Und dieser eine Schritt, da können wir dir behilflich sein. Das muss gar nicht lange dauern. Wie gesagt, wenn du möchtest, melde dich. Ja, denn Liebe bedeutet Mut. Und Mut brauchen wir zur Veränderung. Mhm. Ansonsten tritt man auf der Stelle. Du wirst danach selbst stolz auf dich sein.
Weil es was mit dir macht. Und nicht nur mit dir, sondern mit allem um dich herum. Mhm, die werden das merken. Ursache, Wirkung. Ja, richtig. Ja, richtig. In dem Sinne waren das mal wieder ein paar kurze neue Impulse, die wir gerne mit euch teilen, weil wir wissen, was es für eine Auswirkung hat auf alles. Ich kann sagen, wir lieben jeden von euch. Wir hoffen, dass es umgedreht bald genauso ist, dass ihr auch alle liebt, weil sie alle ein Teil von euch sind. Raus aus der Verurteilung und nur noch aus dem Herzen handeln. Das ist unser Anliegen, das ist das, was wir hier machen. Wir leben das vor und wir wünschen uns, dass alle am besten jetzt so sind. Dann wären wir durch. Also kann ja jeder nur bei sich anfangen. Punkt. Und wann? Jetzt. Jetzt. Ja. Nicht in kleinen Schritten, sondern das, was der Impuls sagt. Okay? Also, viel Spaß auf der Weiterentwicklung. Wir sehen uns. Und wir lieben euch. Tschüss. Tschüss. Ocean.